Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Michaela Hall und ich darf meinen Kollegen, den Christian Schneegans, heute bei diesem Webinar unterstützen. Unser Thema heute, Datei- und Ordnerzugriffe überwachen, compliance-konform mit Echtzeitalarmen. Ich hoffe, Sie können uns alle hören. Vielleicht kann der ein oder andere mal eine kurze Nachricht schicken. Sehr gut, ich habe schon gehört. Alles klar. Ja, unser Referent heute, wie schon erwähnt, Christian Schneegans, er ist Software Consultant bei uns im Haus und kümmert sich schwerpunktmäßig um die IT-Security-Produkte, um die Monitoring-Lösungen von Manage Engine sowie um Desktop- und Device-Management. Bevor ich jetzt gleich übergebe an den Christian, möchte ich die Gelegenheit noch nutzen und Werbung für unser Seminar machen, das sich um das Thema Active Directory annimmt. Wir haben einen sehr, sehr guten Sprecher, den Derek Melba. Er ist Microsoft MVP, Most Valuable Professional für Active Directory, verfügt über 15 Jahre Erfahrung und ist weltweit anerkannter Sprecher und ist auf vielen Konferenzen unterwegs. Wir machen das jetzt zum vierten Mal in Folge und werden im April in München, Köln und Berlin sein. Es sind Halbtagesveranstaltungen. Und worum geht es in diesen Seminaren? Wir zeigen Ihnen den Nutzen einer SIEM-Lösung, auch Auditing zur Verfolgung aller Objektänderungen und Ressourceneingriffe, wie Sie das einrichten. Wir stellen Ihnen Lösungen vor für die Identifikation und Meldung von Verstößen. Sie erfahren, wie Sie ein Auditing für Windows-Geräte richtig konfigurieren, wie Sie Korrelationen nutzen, um Anomalien und Angriffe besser zu erkennen und wie Sie sich in Echtzeit über Änderungen an Gruppenrichtlinien informieren können, sowie wie Sie Angriffe auf Microsoft-Authentifizierungsprotokolle reduzieren und eliminieren können. Ja, so viel zu unserem Seminar. Wenn Sie das interessiert, ist es kostenfrei. Gehen Sie einfach auf unsere Webseite www.manageengine.de. Dort können Sie sich anmelden. Aber unser Thema heute ist ja File Audit, Dateiserverüberwachung und Sie erfahren heute von Christian, wie Sie Berichte erstellen, die Ihnen zeigen, wer was, wann und von wo aus gemacht hat, wie Sie Compliance-Anforderungen einhalten und wie Sie Ihren Speicher hinsichtlich Dateien, Berechtigung, Belegung analysieren können. Ja, und ganz wichtig, wie Sie bei kritischen oder ungewöhnlichen Aktivitäten eben umgehend per E-Mail benachrichtigt werden. Ja, ich wäre dann soweit, Christian, und würde jetzt die Moderatorenrolle an dich übergeben. So. Zeigst du uns mal deinen Bildschirm. Jawohl, auch von mir willkommen zu unserem kleinen Webinar heute, in dem es um das Monitoring von Filesystemen geht, im Hinblick auf ja, Auditierung dieser Systeme. Ja, vielleicht ein paar kurze Worte zuvor, was wir hier so ein bisschen zeigen wollen anhand unseres Produktes File Audit Plus, mit dem Sie halt ja, Auditierung von Fileservern durchführen können, im Hinblick jetzt auf Datensicherheit oder Informationsmanagement. Des Weiteren können Sie damit die Rechte des Dateisystems auditieren, als auch zum Beispiel die Belegung der Festplatten oder anhand bestimmter Dateien eben diese Belegungen analysieren können und darauf Schlüsse zu ziehen über Ihre Dateisysteme. Natürlich können Sie aus diesen ganzen gewonnenen Erkenntnissen auch Alarme generieren lassen, automatisiert, was zum Beispiel natürlich ganz wichtig ist, wenn wir hier in Bezug auf Ransomware oder dergleichen reden, wo, ja, sage ich mal, irgendwas verschlüsselt wird im Hintergrund und Sie umgehend darüber informiert werden möchten, dass so etwas hier gerade geschieht oder eben ja, sag ich mal, irgendwie spezielle Dateien geändert werden und Sie bei Änderung sofort informiert werden möchten oder bestimmte Nutzer irgendwo drauf zugreifen, wo sie nicht hingreifen sollen. Dann sind wir hier auch gerade bereits in dem Tool. Das Tool ist, wie
Alle Manage-Engine-Tools webbasiert, das heißt, Sie installieren das Tool auf irgendeinem Server und greifen dann einfach mit einem Browser darauf zu. Die Einrichtung ist sehr, sehr schnell erledigt und gelangen dann hier, sag ich mal, in das sogenannte Dashboard. Ich schalte jetzt hier immer auf ein bisschen um zwischen ein Tag und Mehrtagesansicht. Das ist ein Testsystem, sind jetzt nicht so eklatant viele Daten drin. Zum Zeigen für uns hier ist das aber vollkommen in Ordnung, was dort drin ist. Das Tool selber, muss man auch noch dazu sagen, funktioniert in Echtzeit, was natürlich ganz wichtig ist, wenn es eben darum geht, bestimmte Dinge sofort zu erkennen und darüber informiert zu werden. Damit das Ganze in Echtzeit funktioniert, ist es notwendig, einen sogenannten Agenten auf dem Zielsystem, auf meinem File-Server zu installieren, der hier in Echtzeit eben die Daten an den Server überträgt. Dieser wertet die aus und ich kann dann daraus alarmiert werden bzw. meine Schlüsse ziehen. Auf dem Dashboard, auf dem wir jetzt hier gelandet sind, sehen wir dann auch schon ad hoc eigentlich auf den ersten Blick, ja, was ist in auf unseren Systemen los, beziehungsweise in unseren File Shares, oder das System basiert jetzt nicht nur auf Shares, sondern auch direkt auf dem NTFS-System. Das heißt, ich kann hier auch meinen Folder D-Doppelpunkt irgendwas überwachen und nicht nur auf Basis eines freigegebenen Verzeichnisses das Ganze tun. Entschuldigung. Und ja, Sie sehen jetzt hier praktisch ad hoc, was ist denn hier los? Und genau mit solchen Spitzen, die wir hier unter anderem auch schon sehen, kann man schon Rückschlüsse zum Beispiel ziehen, ob hier irgendwelche ungewöhnlichen Dinge stattgefunden haben oder gerade stattfinden. Dann nämlich, wenn wir hier diverse Ausreißer zum Beispiel auf einen Permission Change zum Beispiel hätten. Oder wenn es in Bezug jetzt auf irgendwelche Ransomware oder dergleichen geht, haben wir zum Beispiel File Extension Changes, die hier sehr großzügig dann vonstatten gehen würden und wir hier Ausschläge in diese Richtung sehen würden. Das heißt, man kann hier schon mal auf einen Blick sehen, es gibt hier irgendwelche ungewöhnlichen Dinge vielleicht und da müsste man dann natürlich einen Blick näher hereinwerfen und schauen, was denn hier los ist. Andere Überblicke gibt es hier natürlich noch auf die, ja, sag ich mal, Ansichten, welche Server denn hier überwacht werden oder welche bestimmten Dinge, Sicherheitsänderungen auf den Servern stattgefunden haben. Sicherheitsänderungen sehen Sie hier schon, das sind diese Permission Changes, die hier auf diesen Servern oder in diesen Verzeichnissen stattgefunden haben, plus noch einige andere Ansichten eben, um das Ganze hier mal in einer Übersicht darstellen zu können. Dann gibt es natürlich unsere genauen Reports, die uns jetzt hier sagen wollen, ja, was ist denn hier genau vonstatten gegangen und was ist denn hier auf unseren Servern passiert? Das heißt, nach dem Motto, wer hat wann was getan auf unseren Geräten? Und ich habe jetzt hier im System zwei Server drinne, die man hier praktisch auswählen könnte, die hier überwacht werden. Auf diesen Servern jeweils wird auf dem, den wir jetzt hier gerade sehen, wird ein lokales Dateisystem überwacht und ein Share überwacht. Das heißt, man kann das Ganze mischen, so wie man möchte. Man kann natürlich auch ganz oben ansetzen und sagt, okay, ich will C:// überwachen, alles, was da drunter kommt, möchte ich mir hier anzeigen lassen. Bei den Dateifreigaben ist es so, Windows hat ja immer Standard-Dateifreigaben. Diese werden auch automatisch hier gleich mit überwacht, so denn der Server hier drinne auftaucht. Das heißt, meine Standarddateifreigaben werde ich hier immer drin sehen, da es natürlich da auch immer Zugriffe geben könnte von irgendwoher. So, was sehen wir dann hier? Eine Übersicht, was ist wann wie wo geschehen. Ich schalte jetzt hier, wie gesagt, mal wieder auf die letzten 7 Tage. Da ist ein bisschen mehr dann drin zu sehen. Wir haben also auf unserem Server hier, den wir hier oben sehen, haben wir 53 Änderungen an Datei- oder Ordnerberechtigungen. Wir haben 18 Dateien oder Ordner, die erstellt wurden und so weiter. So schlüsselt sich das Ganze hier erstmal grafisch auf und hier unten dann natürlich auch noch tabellarisch. Das heißt, wir würden hier sehen, auf dem Server, den ich ausgewählt hatte, wurde durch die Personen, in dem Fall bin es ich selber,
eine Aktion, nämlich Modify. Das heißt, es wurde diese Datei modifiziert, um die Zeit, die hier angegeben ist, genau diese Datei wurde zu diesem Zeitpunkt eben geändert. Das heißt, ich kriege hier eine sehr detaillierte Aufschlüsselung, was, wann, wo, wie geschehen ist. Und wenn ich das Ganze natürlich für viele Server habe und viele Freigaben habe, muss ich natürlich hier dafür sorgen, dass ich das Richtige angezeigt bekomme. Das heißt, ich kann hier diverseste Filter setzen, zum Beispiel auf nur die Events, wann etwas erstellt wurde. Jetzt zum Beispiel hier durch mich oder durch meinen Kollegen gibt es hier nur die erstellten Dinge, die ich dann natürlich auch nochmal mit einem Klick auch hier drauf theoretisch, nein, das mag er nicht, da müssen wir das doch hier drüben auswählen, mit einem Klick hier nämlich auswählen können, welcher Benutzer. Ich möchte jetzt hier mal nur mich sehen und sehe dann hier, okay, nur die Erstell-Events für den Benutzer auf dem jeweiligen Server. Genau so können Sie das hier praktisch mit den hier erhältlichen Filtern praktisch herunterbrechen. Und ja, um das natürlich auch nochmal ganz kurz zu zeigen, wie live, sage ich jetzt einfach mal, das Ganze vonstatten geht. Also das letzte Event ist von heute um 9.44 Uhr. Wechsle ich jetzt einfach mal auf diesen Server hier drauf. Das Verzeichnis, haben wir gesehen, ist dieses obere hier. Wechseln hier einfach mal rein und ja, ich denke mal, wir kopieren hier einfach mal ein paar Dateien hier rüber. So. Und die Datei hier, die könnten wir beispielsweise umbenennen in die Datei umbenennen. Und ja, das wollen wir tun. Entschuldigung. Und wenn wir das eben getan haben, wechseln wir wieder zurück auf unser File Audit und möchten hier praktisch diesen Server jetzt hier ad hoc sehen. Und können jetzt hier mal umschalten auf heute. Und dann sehen Sie ja auch schon, dass ich eben diese DLLs, die ich hier gerade rüber kopiert habe, dort gibt es immer ein Create und ein Modify. Das ist eine Windows-Eigenheit. Er macht halt immer ein Create und ein Modify, wenn ich einen Kopiervorgang hier tätige. Und ich habe File Extension Change. Das stimmt jetzt nicht so ganz. Das müssen wir nochmal schnell auswählen. File Extension Change, File Ebene 2 habe ich gemacht. Ich habe ein Modify gemacht. Ah, genau. Man sieht nur die Ausgangsdatei, die hier geändert wurde, nicht die Zieldatei, in die es geändert wurde. Das ist aber auch eine Windows-Eigenheit, da diese Sachen natürlich original von Windows protokolliert werden und mit dem Agent, der dort läuft, auf die Windows Geschichten zugegriffen wird und diese Änderungen abgegriffen werden. Man muss natürlich da immer mit dem Betriebssystem zusammenarbeiten und dieses sieht genau diese Events, die Sie hier bekommen. Dann können Sie das Ganze noch filtertechnisch einschränken nach Business und Non-Business Hours, die man explizit im Admin-Bereich zum Beispiel definieren könnte. Wann sind denn meine Arbeitszeiten in der Firma? Und möchte ich nur zu diesen oder möchte ich den Filter setzen auf außerhalb der Arbeitszeiten, wenn hier vielleicht irgendwelche Sachen stattgefunden haben könnten. Das sind so die groben Möglichkeiten, die ich jetzt mal hier habe, um mein Dateisystem zu überwachen. Sie sehen, wie gesagt, diverseste Reports, diverseste Geschichten, die ich hier filtern kann und die ich mir ja auch zusammenbauen kann als Filter. Dazu kommen wir ja an den On-Demand-Reports dann auch noch. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, das hier angezeigte natürlich auch zu exportieren als CSV, PDF, XLS oder HTML. Plus Sie können natürlich diese Reports hier auch mit einem Scheduler versehen und sie zyklisch zusenden lassen. Dazu komme ich aber eh gleich noch. Dann gibt es die sogenannten Access-Analyse-Reports, also die Zugriffsanalyse-Reports. Und da sehen wir auch schon hier die Dateien, auf die ich eben zugegriffen habe, stehen hier schon in der Analyse für heute drin, nämlich Most Accessed Files. Ja, weil so viel ist hier wie gesagt nicht los und ich bin der Einzige, der hier gerade darauf zugreift. Genauso die Most Modified Files, da werden auch wieder diese auftreten. Und hier sehen wir dann auch unsere umbenannte Datei wieder auftauchen.
Tauchen, da natürlich diese eine ja, zuletzt modifizierte Datei gewesen ist. Dann sehen wir auch die Prozesse, mit denen Dateien hier auf Dateien zugegriffen wurde, also zum Beispiel natürlich mit dem Explorer, den ich jetzt eben benutzt habe, um Dateien zu kopieren, plus natürlich Notepad-Exe, das heißt, hier wurde einfach eine TXT-Datei editiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Excel oder Word oder dergleichen gewesen wäre, dann würde uns hier eben auch diese Programme angezeigt werden und uns aufgeschlüsselt werden, welcher Prozess denn eben hier als bearbeitender Prozess in Frage kommt. Dort sieht man zum Beispiel auch ungewöhnliche Prozesse. Das heißt, irgendeiner hat hier Dinge eingeschleust in das System, irgendwelche Excel-Dateien, die hier eben Änderungen durchführen und hier eben als Prozess auch auftauchen würden. Und das könnte man zum Beispiel ebenfalls auch herausfiltern. Dann natürlich die Benutzer, Most Accessed. Ja, schauen wir mal, dass wenigstens zwei angezeigt werden für die letzten Tage. Das sind die jeweiligen Benutzer, die hier eben drauf zugreifen. Kann man natürlich auch Rückschlüsse dann ziehen, wenn hier ungewöhnliche Tätigkeiten von bestimmten Benutzern auftauchen würden, dass hier extrem viel Access durch irgendeinen bestimmten Benutzer vonstatten gehen würde auf meinen Server. Dann die zugegriffenen Dateien innerhalb eines bestimmten Zeitraums, den wir hier oben zum Beispiel setzen können, für eine Periode von 7 Tagen innerhalb der letzten Tage, was dazugegriffen wurde oder welche Dateien eben modifiziert wurden in diesem Zeitraum. Ein nächstes wichtiger Aspekt in diesem Produkt ist die sogenannte Storage-Analyse, in der ich zum Beispiel auch wiederum mit einer Zeitvorgabe alte Dateien herausfiltern kann, Stale-Files, Unmodified-Files in meinem System herausfiltern kann und somit praktisch feststellen kann, was habe ich denn möglicherweise für alte Dateileichen in meinem System, mit denen kein Mensch mehr arbeitet, die mir aber wahnsinnig viel Platz zum Beispiel auch fressen auf meinem File-Server. Deswegen gibt es ja auch diese Large-Files, um hier eben zu sehen, ja, was sind denn so in meinem überwachten Bereich die großen Dateien oder was gibt es für versteckte Dateien eben in diesen Bereichen, um hier so eine gewisse Analyse meines Storage vorzunehmen und hier zu sehen, was ist denn da überhaupt Sache und kann ich da vielleicht mal tätig werden und mal aufräumen oder meinen Benutzer bitten, eben ihre Sachen dort aufzuräumen. File-Typ-Analyse gibt es natürlich auch. Da sehen wir schon zum Beispiel auch MKV-Dateien, MP4 und dergleichen mehr, was anhand der File-Extension, sage ich mal, darauf schließen lässt natürlich auch, dass es sich hier um eine Video- oder eine Bilddatei handelt und da werden wir im Anschluss an diese Reports auch noch drauf kommen, wenn Sie zum Beispiel Alarme erzeugen lassen möchten. Es ist oftmals natürlich nicht gewünscht, dass auf meinen Dateiservern irgendwelche Videodateien, vor allem MKV-Format, sind wir ein bisschen anrüchig, vielleicht herumliegen und wenn jemand da solche Dateien hinkopiert, kann ich mir zum Beispiel auch hier automatisiert einen Alarm geben lassen und mir sagen lassen, dass eben so etwas hier geschehen ist. Ein sogenannter File Ownership Summary gibt es ebenfalls. Wie viele Dateien gehören denn hier wem in meinen freigegebenen Geschichten? Genauso wie die Kategorisierung, die eben angesprochenen Videofiles oder eben Bilddateien, die wir hier aufgeschlüsselt im System haben, so ein bisschen auch als Übersicht, was hier denn auf meinem File-Server los ist. Dann natürlich auch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das hier mit drin hat in eben diesem Tool, eine Disk-Usage-Analyse, also was ist denn hier an meinem Speicherplatz auf meinem System frei und wie schaut das denn so in der Historie aus für die letzten 7 Tage? Das heißt, war jetzt hier vielleicht gestern, vorgestern irgendein eklatanter Anstieg auf einem meiner Laufwerke, dass hier irgendwie wahnsinnig viel hin und her oder drauf kopiert wurde und der Speicherplatz zur Neige geht, dass man hier gleich schauen kann, was war denn da genau los. Dann für meine freigegebenen Objekte die Eigenschaften. Das heißt, ich habe hier einmal den lokalen Ordner C und so weiter als der
freigegeben ist, also es ist ein File-Share, den überwache ich hier und sehe halt hier die Anzahl der Verzeichnisse und der Dateien. Und ich überwache gleichzeitig den Unterordner File Audit als lokalen Ordner. Also der ist wirklich auf Basis C als NTFS, der hier überwacht wird. Und genau für diese Sachen sehe ich unten in diesem Report, der mir eben hier die Zugriffsberechtigung anzeigt, auch wieder die Aufschlüsselung. Das heißt, ich habe hier einmal diesen Share, der natürlich NTFS-mäßig als Share behandelt wird, aber auch noch die Share-Permissions, die ja nochmal oben drauf kommen bei Windows für die Freigabe selber. Und hier sehe ich dann relativ genau, wer hat denn hier überhaupt Rechte, auf diese Geschichten zuzugreifen und was hat derjenige für Rechte, darauf zuzugreifen. Also einmal auf NTFS-Basis und dann noch obendrauf für eben diese Freigabe selber. Was bestehen denn da für Berechtigungen? Als letztes gibt es noch die sogenannten On-Demand-Reports, die man sich hier zusammenbauen könnte und hier eben nach bestimmten Benutzern sich hier Reports, sage ich mal, auf Verzeichnisse, und hier sehen Sie genau das, hier eben schon noch so Unterverzeichnisse, die auch freigegeben sind, hier erscheinen. Das heißt, ich habe nur zugefügt diesen Ordner hier oben und gleichzeitig erkennt er mir natürlich, dass hier auch selber noch andere Verzeichnisse freigegeben sind, die automatisch reingeholt werden. Und so kann ich mir hier diverseste Reports, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas erscheint in diesem Report, glaube ich jetzt eher weniger, doch eine List Directory, Add File und dergleichen für die effektive Permission, die gesetzt wurden, lasse ich mir hier einen Report raus oder eben diverseste andere Reports, die ich mir hier zusammenstellen kann. Das ist jetzt hier der Freigabereport auf diesen Server. Das heißt, der zeigt mir einfach alle Freigaben dieses Servers an. Die wir schon gesehen haben, die nicht als hidden erscheinen, also Testing, Autodrivers und die beiden anderen. Und diese versteckten Shares würden mir hier eben auch angezeigt werden in meinen On-Demand-Reports. Genauso wie ich mir auch die derzeit geöffneten Dateien zum Beispiel ansehen kann, um hier zu sehen, ja, was ist denn hier gerade offen, soll das überhaupt offen sein oder eben nicht. Dann hatte ich schon erwähnt, können Sie natürlich diese gesamten Reports auch zyklisch sich zusenden lassen über diesen Scheduler-Prozess, der auch extrem einfach einzurichten ist. Das heißt, einfach einen Namen zu geben, Sie können auch eine Beschreibung dazu fügen, Sie sagen, wann wollen Sie sich das Ding zuschicken lassen, zum Beispiel wöchentlich, einmal in der ersten Woche, zweiten Woche, oder Sie wollen einfach jede Woche das Ding bekommen, möchten das Ganze für unseren eben gesehenen Server zum Beispiel haben. Hier oben geben Sie an, an wen Sie es schicken möchten, können auch das Format angeben, in dem es geschickt wird, und das Ganze wird auch immer im Dateisystem noch abgelegt, dass Sie auch nachher noch die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen, auf diesen Report. Und hier unten wählen Sie von diesen eben gesehenen Reports einfach einen für Sie zutreffenden Report aus, speichern das Ganze und bekommen eben diesen Report dann sofort zugesendet. Was Sie dort bekommen, ist eigentlich nichts anderes, wie wenn Sie hier einfach so einen Export fahren würden und hier diesen Report als Datei eben angehängt bekommen. Das ist genau das, was Sie auch dann als Scheduled Report zugesendet bekommen. Gut, da wir jetzt eh schon bei den Scheduled Reports, nämlich hier genau im Admin-Bereich waren, da waren wir eben hier drin, können hier Scheduled Reports erstellen. Vielleicht ein paar Worte im Admin-Bereich. Klar, definieren Sie praktisch das Tool selber. Sie können Techniker anlegen, die Zugriff auf dieses Tool überhaupt haben und hier Einsicht erhalten in das Ganze. Natürlich auch im Hinblick wichtig auf die Einhaltung, wer darf hier überhaupt reinsehen, da man natürlich auch diverseste Sachen sieht von Personen, die auf bestimmte Dateien zugegriffen haben und das eben nicht jeder sehen darf. Also da muss man schon ein Auge drauf haben. Hier eben die genannten Business Hours, die ich hier definieren kann, von wann bis wann ist denn meine Hauptarbeitszeit, an welchen Wochentagen, plus natürlich Vorhaltezeiten der ganzen Reports bzw. Daten im System. Normalerweise ja, sagt man so 365 Tage ist so der Standard, der hier eingestellt wird, plus natürlich Mailserver und die
ganzen Geschichten, die als Konfiguration hier erstmal eingebracht werden müssen. Konfigurieren selber tun Sie natürlich auch die Server, die Sie überwachen wollen. Das heißt, Sie geben dem System zum Beispiel eine Domäne vor, richten dann hier Ihre Server ein. Das ist auch extrem einfach zu tun. Sie wählen einfach meinetwegen einen Server aus Ihrer Domäne, die Sie hier vorher eingegeben haben, und sagen dann, Sie wollen einen lokalen Folder, zum Beispiel C-Doppelpunkt, hier überwachen. Und damit würde ich jetzt hier hergehen, diesen Server. Habe ich jetzt irgendwas falsch eingegeben? Enter the pass correct Format. Ja, korrektes Format ist genau das hier. Drücke hier drauf und was er dann tut, er installiert jetzt auf diesem Server, den ich ihm angegeben habe, automatisiert einen Agent, bringt diesen aus, setzt es, den Pfad C-Doppelpunkt für diesen Agent und das Ganze ist jetzt schon geschehen und überwacht mir den Folder dort. Jetzt bringt er hier eine Meldung, dass das nicht geschehen ist. Das glaube ich ihm jetzt nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass es geschehen ist. Das ist eigentlich relativ zuverlässig. Genau so ist es. Und es dauert bloß immer eine Weile. Deswegen war das GUI war etwas schneller wie die Agenteninstallation. Und Sie sehen hier, der Agent läuft jetzt auf diesem Server und holt uns jetzt hier unsere Daten. Das ist eben ganz einfach die Konfiguration für einen Windows-File-Server. Sie können natürlich auch Workgroup-Server nehmen oder einen Cluster, so benötigt. Wenn Sie das Ganze konfiguriert haben und Ihre Reports kommen, so wie sie sein sollen, dann sind wir hier natürlich im Bereich der Alarme und gehen jetzt hier einfach mal auf unseren Server, damit wir auch ein bisschen was sehen und sehen hier schon Alarme. Das kriegen Sie auch, trotzdem ich jetzt hier nicht wirklich was konfiguriert habe, da wir nämlich vorkonfigurierte Alarme hier im System bereits haben. Das sind genau diese hier, die hier aufgelistet sind, unter anderem die von mir erwähnte Ransomware File Alert, den Sie natürlich, können Sie alle Alarme, die hier vordefiniert sind, auch wiederum editieren mit einem Klick darauf und sehen dann hier unten, was passiert. Was macht er denn genau? Nämlich, er sagt hier Ransomware File Types. Das ist nämlich das, was Ransomware macht. Sie benennen die Dateien einfach um und encrypten sie. Und dann haben Sie solche encryptischen File Extensions oder Files auf Ihrem System. Und sollte das der Fall sein, können Sie sich mit einem Eintrag hier oben in E-Mail-Notification sofort eine E-Mail senden lassen, sobald hier eben erkannt wurde, dass eine dieser File-Typen hier im System erscheint. Natürlich können Sie sich auch selber noch diverseste Alarme hier dazu bauen. Da ist es meistens so, dass man auch hier unten dieses Threshold-Limit nutzt, um eben, sage ich mal, beim Auftreten der Alarme nicht beim Auftreten eines Problems oder einer Datei oder einer Umbenennung nicht sofort alarmiert zu werden, sondern eben erst nach einer bestimmten Anzahl. Weil normal ist das Problem nicht erst, wenn nicht sofort da, wenn eine Datei halt umbenannt wurde oder irgendwie ausgeführt wurde, sondern wenn ich eine bestimmte Anzahl davon habe, sagen wir mal 100 Stück in einer Minute, dann kann man eigentlich davon ausgehen, das wird jetzt nicht unbedingt ein Benutzer gemacht haben, sondern es war irgendwas Automatisiertes. Und darauf möchte ich mir dann eben einen Alarm schicken lassen. Dann gibt es dieses Threshold-Settings, bei dem man hier eben den Alarm senden kann, wenn es zum Beispiel von dem gleichen Prozess gemacht wurde oder von dem gleichen Benutzer. Oder wir sagen einfach, ja, schau, egal was es ist, und alarmiere daraus. So können Sie relativ einfach das Ganze konfigurieren und sich hier wirklich extrem schnell Alarme zusammenbauen oder einfach nur die bereits vorhandenen Alarme nutzen, um hier mitzubekommen, wenn Dinge in Ihrem System vorgehen, die so nicht gewollt sind. Sie können natürlich die Severity, also die Alarmierungshöhe einordnen in kritisch, Trouble oder Attention und so hier drauf eben reagieren und sehen hier unten auch genau, was ist denn hier geschehen in meinem System und können dann halt damit darauf reagieren, so dass notwendig sein sollte. So, nachdem wir nun die Alarme gesendet haben und empfangen haben und dann darauf reagieren, ja, sind wir da eigentlich auch schon am Ende dieser kurzen Webinar-Geschichte hier, in denen ich Ihnen mal kurz so zeigen wollte, wie Sie mit diesem File Audit Plus eben relativ zügig, relativ schnell und mit wenig
Mittel, sage ich mal, und mit wenig Aufwand hier ihre Datensicherheit ein bisschen erhöhen können und sehen können, was auf ihren File-Servern so vor sich geht und wie denn deren Status ist, auf den sie möglicherweise reagieren müssen. Ja, super. Christian, vielen Dank. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass man sieht, welche Dateien schon sehr alt sind, dass man da mal aufräumen kann. Wir haben gestern ein Webinar gehabt zum AD-Manager, wo man ja auch mal die inaktiven User-Accounts sich anzeigen lassen kann und entsprechend löschen kann. Ja. Vielen Dank. Noch eine kurze Info. Sie werden sich sicherlich interessieren, wie File Audit Plus lizenziert wird. Nach Anzahl der File-Server. Es geht mit zwei File-Servern los. Die kosten $745 und dann wird es immer in Staffelung 5, 10 etc. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Wir haben eine ganze Suite von Active Directory-Lösungen. Gestern hatten wir den AD-Manager Plus vorgestellt. Vielleicht kannst du gerade ganz kurz Ja, sagen, natürlich. was die einzelnen Produkte sind. Gut, wir haben den AD-Manager, wie der Name schon unschwer erkennen lässt, zum Managen des Active Directories, sprich Benutzergruppen Anmelden. und so weiter anlegen, diese ganzen Management-Geschichten plus Exchange-Accounts und dergleichen. Das Ganze auch automatisiert und mit Templates, was sehr, sehr wichtig ist und eine einfache Möglichkeit wirklich darstellt, um solche Sachen anzulegen und dort auch Reports darüber zu bekommen, die man eben mit Bordmitteln von Microsoft nicht zur Verfügung gestellt bekommt. Und da ist der AD-Manager ein extrem gutes Tool, um sowas ad hoc und sehr schnell zu bekommen. Dann AD Audit Plus geht auch in die Schiene der Auditierung von Systemen, wie auch der Name unschwer erkennen lässt, das hauptsächlich des Active Directories. Was hat wer wann wo wie getrieben im AD? Benutzeranmeldungen und dergleichen. Was ist dort umgestellt worden? Richtlinien und so weiter. Genauestens nachvollziehbar, was wirklich getrieben wurde im gesamten Active Directory, kann hier überwacht werden. Plus einzelne Server auch, was ist dort eben auf diesen Servern geschehen im Hinblick auf Anmeldungen und dergleichen. AD Self-Service, eine Geschichte, um, ja, sage ich mal, den Benutzer selber an die Hand zu legen, seine vergessenen Passwörter zurückzusetzen und damit natürlich den Helpdesk zu entlasten und dem Benutzer auch an die Hand zu geben, möglicherweise Dinge im AD selber zu ändern, so dass eben möglich sein muss. Nächstes Tool Recovery Manager Plus, auch eines, ja, finde ich ein sehr, sehr, sehr gutes Tool mittlerweile, da man dort sehr viel auch eingebaut hat. Der Recovery Manager Plus beherrscht mittlerweile nicht nur die AD-Sicherung, also Sie können damit das komplette Active Directory sichern und wiederherstellen. Er kann mittlerweile auch virtuelle Maschinen sichern und wiederherstellen. Vergleichsprodukte gibt es dazu, denke ich, ist vielen auch bekannt. Und so auf die Schiene möchte man auch kommen. Also Sie können da auch einzelne Festplatten herstellen von den Maschinen und dergleichen mehr. Also wirklich auf runtergebrochene Basis. Und er kann mittlerweile auch einzelne, wenn es so ist, denn auch physikalische Maschinen sind oder so, auch diese sichern und wiederherstellen. Ebenfalls möglich. Log360 ist, ja, ich sag mal so, immer eine Kombination aus dem Produkt AD Audit Plus und dem Produkt Event Log Analyzer. Diese beiden zusammen, ja, spielt ein bisschen so zusammen, dass ich mein komplettes Active Directory damit natürlich vollkommen auditieren möchte. Und mit dem Event Log Analyzer habe ich noch zusätzlich die Möglichkeit, Syslog-Devices, also Syslog-Geräte wie Firewalls und dergleichen mehr, plus Linux-Geräte und so weiter, ebenfalls zu auditieren, Datenbanken wie Oracle und MS-SQL zu auditieren, als auch diverseste andere Applikationen, zum Beispiel auf Logbasis zu auditieren und dann hier eben drauf zu reagieren. Der Office 365 Manager, wie der Name auch schon unschwer erkennen lässt, zum Managen meiner Office 365 Umgebung, was halt sämtliche Benutzer und dergleichen Geschichten angeht, plus natürlich alle möglichen Reports darüber rauszulassen. Das Gleiche gilt dann auch für den SharePoint Manager, ebenfalls Management meines, klar, meines SharePoints. Und das ist eigentlich auch immer ein sehr wichtiger Punkt bei diesen Produkten, halt diese Reports, um zu sehen, wer hat denn wo was getrieben, was wurde wann eingerichtet,
um das auch wirklich nachvollziehen zu können und das mit wirklich sehr wenigen Klicks in dem Browserfenster sich schnell rausziehen zu können. Ja, so viel mal zu diesen Produkten. Super, ja, vielen Dank, Christian. Wir machen auch zu dem einen oder anderen Produkt noch ein Webinar in diesem Monat. Nächste Woche am Freitag geht es um privilegierte Rechte, privilegierte Konten, wie sie hier Passwörter übertragen, vor allem sicher übertragen, wie sie SSH-Schlüssel und SSL-Zertifikate sicher verwalten. Dann die Woche drauf geht es um diesen Log 360, diese Log-Dateien systemübergreifend sammeln und analysieren können. Und am 23.03. stellen wir Ihnen den Recovery Manager vor als eine Active Directory Backup und Recovery Lösung. Ja, und wie eingangs erwähnt, möchte ich Sie gerne nochmal auf unser Active Directory Seminar hinweisen, wenn Sie diese Themen weiter interessieren. Gut. Sie finden auf unserer Webseite immer die Möglichkeit, sich eine Online-Demo anzuschauen und Sie können sich eine kostenlose Testlizenz für 30 Tage herunterladen. Gehen Sie einfach auf www.manageengine.de, dort zu den Produkten und dann eben zum Download. Ja, wir laden Sie ein, testen Sie die Produkte, wenn Sie Fragen haben. Unsere E-Mail-Adresse support-manageengine.de. Wir sind gerne für Sie da, machen auch gerne individuelle Vorstellungen, wenn Bedarf haben. Dann sagen wir herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie sich eingewählt haben. Ein schönes Wochenende und wir verabschieden uns hiermit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.